Gola Asere, Gola, mi Hente, was geht ab, meine Besten, euer Boy, Elmer Kubanito ist mal wieder back am Stadion. Ja, mi Hente, ich bin immer noch beim Stadion, ich wusste es ja von gestern, Leute. Auf jeden Fall heute jetzt Spanien gegen Frankreich, U17, EM, um das Finale dann gegen Deutschland. Leute, ich würde sagen, wir gehen da jetzt rein und schauen nochmal Lamine Yamal zu. Der hatte schon mit 15 sein Debüt gemacht für Barca, das wird wild. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt im Stadion, check Finale ab, lass ein Abo da, weil wir halten. Thank you. Yes. Parfüm. Witzige Geschichte. Ich habe einfach mein Parfüm mitgenommen, weil mir ist halt immer wichtig, gut zu riechen. Und ich müsste es jetzt einfach schon wieder da abgeben. Jetzt fühlt das einfach da. Ja, Leute, ich würde sagen, wird auch ein wildes Spiel jetzt. Also, Mese, da kommen die Franzosen. Auch schön zu sehen, dass beide da beten. Ohne Gott geht auf jeden Fall gar nichts. All glory to the Most High. Jesus. Übrigens, Leute, wir haben mit wegen ihm haben wir die, das Ticket heute bekommen. Also, Leute, lasst da sehr, sehr gerne ein Follow da bei ihm. Ehrenmann, Hector. Und Leute, ihn kenne ich eben vom M2-Cup, Gerard Hernandez. Er hat auch schon mit der ersten Mannschaft mittrainiert. Leute, schaut auch bei ihm auf jeden Fall auf Insta an. Also auf Insta vorbei, lasst ein Follow da, weil er hat mir auch das Ganze organisiert. Mit ihm habe ich dann auch halt geschrieben und so. Lasst sehr, sehr gerne ein Follow da. So, mir hätte das in die Spanier angeführt von Lamine Yamal. Da hinten, die Spanier sehen immer fast alle gleich aus. Müssen wir schnell kurz analysieren, wer Hector war. Leute, Etem hat mir gerade die Story geschickt, wo man. Ich bin einfach in der DFB-Story. So, mir hat auf jeden Fall, ich habe jetzt was zu snacken geholt. Hier dieses Sandwich, Snickers für Zucker, ich muss wach bleiben. Ja. So, auf jeden Fall, ich snack das jetzt und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich mit den Spaniern und den Franzosen in den Abschlüssen. Da ist er, also Lamine Yamal hat einfach Debüt gemacht mit 15 für Barca. Ja, er ist damals auch an mir vorbeigelaufen, als die Bayern München Jungs gegen Barcelona gespielt hatten. Weil ich kenne ja auch Elias Achoma und ja, hat schon mit ihm ein bisschen geredet. Boah, schöner Ball, aber ein guter Abschluss. Also, wir gucken gespannt darauf, was Lamine Yamal heute machen wird. So, Spanier noch in den Abschlüssen. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Lamina will auch noch mal sich einmal versuchen. Leute, ich glaube, damit der Nummer 2 ist Hector. Warum ich das glaube? Weil er eigentlich sonst immer die 3 hat auf Insta. Aber ich glaube, die werden zusammen auf der rechten Seite spielen. So, Leute, also Hector hat sich auf jeden Fall jetzt erkannt. Da sind also die zwei Mannschaften, Frankreich gegen Spanien. Und da ist er mit der Nummer 2. Hector, Leute. Und am Ende Lamine Yamal. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er heute machen wird. Er ist ein Baller mit 15 Debüt für Barca. Na Leute, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen, was er heute hier abreißen wird. Auf jeden Fall cool, ihn jetzt live zu sehen, hat auch mega Hype bekommen, hat sehr, sehr geile Aktionen gemacht und ja, bin gespannt. Geht los hier. Frankreich gegen Spanien. Lamine Yamal auf der anderen Seite. So, da ist am Ball. Lamine Yamal. Leute, ich sag's euch, wir haben ihn ja schon bei der Youth League gesehen und da hat er gegen zum Teil gegen 3 Jahre ältere einfach gespielt und er hat trotzdem so hops genommen. Also Lamine Yamal auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Baller. Erst 15 Jahre alt. Ja, jetzt vielleicht die Möglichkeit, Lamine. Also Frankreich ist auf jeden Fall sehr, sehr unangenehmer Gegner. Physisch sehr, sehr stark. Ecke kommt rein. Oh. Will dann 11 Meter, aber ich glaube, das war dann zu wenig. Der war zu sehr gesucht. Aber jetzt vielleicht die Möglichkeit für die Spanier. Lamine jetzt. Hat Platz. Oh, hübsch gemacht. Aber gut geklärt von den Franzosen.
So, wir haben gut eine halbe Stunde gespielt. Bislang leider nicht das allerkrasseste Spiel. Ehrlich gesagt, sehr, sehr langweilig. Aber ja, beide Mannschaften sind dann sehr, sehr abgeklärt. Es ist ein Spiel aktuell auf Augenhöhe. Es geht wirklich darum, wer macht den ersten Fehler. Und ja, Lamine hat ein paar gute Aktionen, die habe ich leider nicht aufgenommen. Ja, aber wir gucken auf jeden Fall weiter gespannt darauf und hoffen natürlich, dass die Spanier hier bald einnetzen. So, da ist er, Hector. Spielt auch bei Barcelona. Also Leute, das Spiel auf jeden Fall auf Augenhöhe. Bislang kann man nicht sagen, Spanien wäre besser oder Frankreich. Aber jetzt vielleicht die Möglichkeit, schön gemacht vom 7er von Frankreich. Aber es ist wieder, es ist ein Hin und Zurück, Leute. Es geht wirklich darum hier, wer macht hier zuerst den Fehler und kann den auch noch ausnutzen. Man kann da jetzt ins 1-1. Aber eben, wie gesagt, es ist so auf gleichem Niveau. So, wir haben auf jeden Fall erste Halbzeit zu Ende. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war eine geile erste Halbzeit, wirklich, ja. Es war eine sehr, sehr tote erste Halbzeit. Wir hoffen auf jeden Fall auf eine viel, viel bessere zweite Halbzeit. Die Franzosen sind gespannt auf die zweite Halbzeit. So, also da wieder Spanier mit Hector. Der Brevo uns geholfen hat, den Ticket hier bekommen. Saludos, saludos. So, der Schiri wird das Spiel gleich wieder anpfeifen. Und jetzt Lamin also bei uns gemeinsam mit Hector. Beide kommen ja über die rechte Seite. Also vamos, vamos, zweite Halbzeit geht weiter. Und die Franzosen mit sehr, sehr hohem Druck. Jetzt machen sie locker da. Die Spanier sehr stark gelöst. Also sehr, sehr spielstark die Spanier. Da wieder Hector. Jetzt vielleicht über die linke Seite. Der Achter gefällt mir gut. Ist ein kleiner Straßenkicker. Oh, geht auch stark durch, legt ab. So, also das können wir bislang nach 52 Minuten erst fast eine der besten Chancen notieren. Ja. Bisschen enttäuschend gerade, aber Leute, bleiben wir mal positiv. Ich glaube, wir werden hier trotzdem noch ein paar geile Aktionen sehen. Wer mir auch gut gefällt, ist der Mann da. Der weiß auf jeden Fall, wie den Ball behandeln, die Nummer 7. Und jetzt wieder Hector. Lamin, hat er eine Idee? Hat es bislang nicht einfach gegen die Franzosen. Könnte jetzt den Ball nach hinten bringen. Da ist es. Oh, aber guter Safe-Keeper. Lamin, wurde getroffen. Aber das war dann, glaube ich, zu wenig. Lamin gegen den Außenverteidiger. Das macht er stark. Geht ab. Oh! Und Boss ein Safe. Das ist eine ganz harte Hand von Spanien-Keeper. Sehr, sehr stark. So, Momente. Aber es ist wirklich. Es ist Kopf an Kopf. Jetzt vielleicht Platz. Aber Lamin hat es da nicht einfach. Dieser linke Außenverteidiger macht echt einen guten Job. Macht einen super Faller. Guck mal, auf jeden Fall. Mit macht den Step-Overs. Oh, kann abschließen. Aber das ist dann zu schwach. Oh, Torwart raus. Mutig. Ja, so mutig. Und jetzt Lamin. Auf geht's. Zeig was. Bislang kommt er noch nicht so in die Gänge. So, jetzt die Möglichkeit über die rechte Seite. Also bin ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher, dass das kein Elfmeter war. So, jetzt vielleicht die Möglichkeit. Lamin! Ich glaube, das wird das Tor. Ich glaube, es wird Tor. Oh! Aber sie reklamieren. Und dann gibt es auch die Gelbe jetzt fürs Reklamieren. Oh, schade, schade. Ich hätte es ihm gegönnt, Leute. Vor allem, weil er ist natürlich auch Barca, kommt aus der Barca-Jugend und der wird so wichtig für uns in Zukunft. Ja. Ah ja, 65. Minute. Langsam aber sicher kommen wir auf jeden Fall am Ende nach. Ja, hoffen wir auf weitere gute Aktionen. Nice, Mihente. Ich freue mich immer so. Videos einfach 1 von 10, Leute. Danke für den Support. Und da ist Lamin. Was macht der? Was macht der, Bre? Auf ruhig. Ja, das Spiel nimmt jetzt so langsam aber sicher Fahrt auf. Lamin, 1-1, Abschluss. Oh! Oh! Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das?
die Klasse, Leute! 68 Minuten, ich bringe mal rein, gar nichts! Er geht den gleich an und schießt mit seinem linken Fuß oben rein. Digga, Mama mia! Also, das ist auf jeden Fall die Klasse eines 15-jährigen Wunderkindes. Wow, 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 wow! Was ein Ding, Mama mia! Eieiei, was war das bitte für ein geisteskrankes Tor, Leute? Jetzt aber die Franzosen auf der anderen Seite. Haben die Chance, per Eckball zu verkürzen, sprich jetzt den Ausgleich zu erzielen. Ich kann schon nicht mehr reden. Oh, Möglichkeit! Und da ist es, der Ausgleich! Warum wusste ich es aber? Ich wusste es, ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass das so richtig wäre. Gerade diese Aufnahme. Postman in 72 Minuten. Geil, aber reingetreten. Geile Flanke. 1-1. Der starke Kopfverlauf. Egal, Lamin, einfach, tienes que hacer una más. So, jetzt die Franzosen gefährlich. Nein, nein! Aber ist gut gemacht. Ist allen in allem, kann man sagen, ist auch, ja. Ist verdient auch. Super durchgesetzt, Ball kommt in die Mitte und dann stark auch vollendet. Ja, schade, 80. Minute jetzt. Hoffen wir mal, dass die Spanien fangen kann und nochmal so ein eben Tor macht. Das braucht man mal, die Klasse bei Lamine Yamal jetzt, Leute. Boah, mit die meisten Franzosen stehen da auch bis lang. Hier ist also so, ist gerade die Stimmung hier. Lamine wieder. Machen da gut zu. So langsam aber sicher läuft auch die Zeit davon. Bald die 82 Spielminute. So Leute, und jetzt geht's voll auf Offensive. Hector raus. Oh Leute, Eskalation da. Ich hab's leider nicht genau gesehen, was passiert ist. Ja, jetzt vielleicht nochmal eine Möglichkeit für Lamin. Ja, hab's gemacht. Ball, super Auge da. Schade, schade. So, die Hentes laufen die letzten 3 Minuten, 87. Spielminute. Das wird sehr, sehr schwer für die Spanier jetzt. Sie müssen alles nach vorne werfen. Ja, ihr könnt es hören. So ein kleines Skriptchen da ist auf jeden Fall für die Franzosen. So, also Lamin steht da unten und wird den Ball jetzt wahrscheinlich reinbringen. Lamin bringt den Ball rein. Vorstoß da, aber schlecht. Ja, die Franzosen machen das besser. Das wird angezeigt in 4 Minuten Nachspielzeit. Lamine muss jetzt hinten aushelfen. Also der linke Außenverteidiger bin ich bärenstark und das wird wahrscheinlich jetzt auch die Entscheidung sein. Da ist sie, die Entscheidung. 3-1 Frankreich. Wir können sehen, ein sehr, sehr enttäuschender Lamine Yamal. Oh nein. Panette, sehr, sehr schade. Lamine Yamal da komplett im Bruch. Aber es ist einfach verdient. Vor allem, ich finde, einer der besten Spieler. Vielleicht seht ihr das nicht so, aber der Außenverteidiger, der linke Außenverteidiger, ey, der macht Wege zurück, nach vorne. Super Zweikampfgewinne. Ja, und leitet es dann einfach auch mit ein. Also, der ist wirklich, der ist top. Nummer 3. Voila. Ja, Leute, sehr, sehr schade. Ich hätte gerne das Finale gesehen, Deutschland gegen Spanien. Aber was soll man machen? Ja, der ist dann auch zu weit. Frankreich war heute einfach besser. So, noch mal ein weiter Ball. So, Lamin. Vielleicht eine Aktion. Boah. Er ist einfach so gut mit diesem Körper finden, da kannst du gar nichts machen. Ja. Aber die Flanke dann fast ein bisschen zu weit. Und da wird es noch einen Eckball geben. Ja, es gibt noch einen Eckball. So, Ecke kommt. Aber das wird es dann auch jetzt gewesen sein. Schiri pfeift das Spiel ab und wir haben das Finale.
Frankreich gegen Deutschland, Leute. Ihr könnt sehen, so sehen Emotionen aus. Torwart springt zum Torwart. Das ist eine schön, sehr, sehr schöne Szene. Emotionen pur. Und auf der anderen Seite die gebrochenen Spanier. Sehr, sehr bitter. So, Leute, und so sehen Emotionen aus. So, Leute, ich will auf jeden Fall sagen, das war's vom Video. Leute, könnt ihr hören. Okay, Leute, ich will auf jeden Fall sagen, damit verabschiede ich mich. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und kommentiert mal Hashtag Finale, wenn ich auch noch zum Finale gehen soll. Und Paris, du weißt, Ticket organisieren, Junge. Auf jeden Fall, ich würde sagen, dann sehen wir uns im Finale. Und auch nochmal danke an alle, die zugeguckt haben. Leute, allgemein danke für euren Support. Ich liebe euch alle. Kommentiert auf jeden Fall unter die Kommentare, supporten. Checkt Finale ab, dann machen wir neue Shirts jetzt. Und ja, danke, dass ich das hier erleben darf. Danke euch. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und yes.